Leute, was geht? Gorilla LP wieder am Start und heute mal mit einer Runde Rainbow Six Siege. Für mich persönlich ist es meine erste, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal direkt mit. Und dann gucken wir mal, was das Spiel mit sich bringt. Vielleicht die Lautstärke noch ein bisschen runterregeln vom Spiel. Ganz fix. Mal in Deckung gehen. Aber den ersten haben wir schon mal, sehr schön. Hier kommt jemand rein. Bisschen am Campen. Oha, was war das? Was war das denn? Aha, okay. Gut zu wissen. Naja. Passiert. Die Gegner versichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Ja, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht zu meiner, wie ich Videos und wann ich Videos uploaden werde. Und zwar werde ich zu Beginn meine Videos immer mit SharePlay auf der PlayStation bearbeiten und auch von der PlayStation auf YouTube hochladen. Und dann hoffe ich, dass es auch, also für die erste Zeit denke ich schon, dass das klar geht, und dann werden wir auf jeden Fall gucken, dass ich das dann auf jeden Fall ändern werde. Aber zu Beginn finde ich, jeder fängt mal klein an, und deswegen finde ich schon, dass das in Ordnung ist. Natürlich kann ich dann jetzt nicht die Videos so ordentlich verarbeiten, aber ich finde, das ist in Ordnung. Zu meinen Upload-Tagen sage ich jetzt mal, ich habe mir so gedacht, dass ich Montag, Mittwoch und Freitag Videos hochlade und je nachdem vielleicht auch am Wochenende, dann wahrscheinlich eher am Sonntag eins. Da habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich auf jeden Fall von FIFA 17 einen Karrieremodus mache. Pro Folge vielleicht ein Spiel, wenn es klappt, zwei Spiele, je nachdem, muss ich gucken, wie ich die Spielzeit einstelle. Von Rainbow Siege hätte ich vielleicht Lust, auch wie so eine kleine Serie draus zu machen, kleines Format, sage ich jetzt mal. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Von Call of Duty werde ich vordergründig Infinite und Infinity Warfare und Modern Warfare Remastered zeigen. Ja, immer im gesunden Wechsel, sag ich jetzt mal. Bestimmt irgendwo einer drin.
sah aus wie ein C4. Würde ich jetzt auf alle Fälle sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt auch eins war. Das Spiel an sich macht auf alle Fälle Bock. Auch wenn ich sicherlich jetzt am Anfang, wie man sieht, nicht gerade der Beste drin bin. Aber auch grafikmäßig und ja. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also jetzt darf er, glaube ich, wieder verteidigen, wenn ich richtig bin. Das Spiel an sich ist auf jeden Fall, wie ich gerade schon gesagt habe, mega nice, gefällt mir auch mega gut, auch mit den ganzen Operatoren und den Ausrüstungsklassen finde ich auf jeden Fall sehr gediegen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So. Aber mal gucken, was die dritte Runde mit sich bringt. Gucken wir uns ein schönes Plätzchen suchen, wo wir uns vielleicht hin verstecken können. Dass nicht gleich jeder sieht. Vielleicht hier irgendwo hin. Bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ich platziere ein AVS! Beschütze den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Sollten wir uns vielleicht auch woanders hinstellen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe? Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie von da kommen. Einfach mal hier warten. Lade nach. Bringe C4 an. Durchbruch. Könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht gleich welche reinkommen. Aber die nehmen uns auf jeden Fall ganz schön auseinander. Wenn ich das mal so sagen darf. Es ist aber auch schwierig, die jetzt auf Anhieb zu wissen, wo die sind. Vielleicht einfach. Gegner haben den Behälter gesichert. Ja, okay. Eigenen Trupps gescheitert. Ich glaube, ich sollte vielleicht bei den Behältern bleiben. Nicht irgendwo im Haus umrennen. Absolute Niederlage, okay. Jetzt scheint das Spiel vorbei zu sein. Ja, scheint mir so, okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das auch schon mit dem heutigen Video. Und dann sage ich, bis die Tage, macht's gut. Euer Gorilla.